Hallo und herzlich willkommen, jawohl, zum zweiten Teil des Runs hier mit Micro Civilization. Wir gehen das Ganze wieder gemütlich an und ich dachte, heute starten wir mal kurz in dieser Übersicht. Wir gucken mal, was hier die einzelnen Herrscher so können. Die haben ja hier bestimmte Funktionen. Ihr seht hier zum Beispiel, der macht mehr Damage, der macht mehr Kalk- oder Steinklickrate, 48% pro Klick. Hier haben wir Gold. Hier haben wir Eisen, 1,2 pro Sekunde, das ist gut. Wir schauen mal hier, wen wir hier noch so entbehren können, um die hier vielleicht mit den verschiedenen Materialien, ach guck mal, das sind die Fraktionsmaterialien. Ich hatte mich ja gestern beim Spielen gefragt, was das hier für ein Symbol ist, aber naja, gut, jetzt wissen wir es halt auch. Ne? Jordi Matero, was haben wir denn da? 58% mehr Essen pro Klick. Auch schön, 1,5 Steine pro Sekunde, Damage, Quarry Charge, Faster Charge, Obligarchy, Ability On. Ja, das sind dann eben genau diese Dinge. Sobald wir die Abilities anmachen, kriegen wir da nochmal extra Krams. Jetzt sind die natürlich vom zweiten Run noch hier drin. Und ja, ich würde mal sagen, den geben wir einfach mal weg. So, Merch für 260, geht das? Ne, insofern Culture Points. Ach, das müssen wir bezahlen wahrscheinlich hier, wenn wir die nutzen wollen. Ne? Ja, ich sehe schon. Wir können ja mal gucken, ob wir nicht was zusammenstellen können. Ich glaube, da brauchten wir am besten so ein... Warte mal, wo sind denn hier nochmal die Rezepte? Hier sind die Rezepte. Also, 4 Common Heroes of any color or shape. Ah ja, 4 Elite Heroes, das sind dann die, ein Rare Hero of any color or shape, okay, ich sehe schon, Rare, Rare Belief, Rare Leadership, Rare, aber of any color or shape, ein Random Rare Hero, das hier würde ich machen, Elite, ah ne, warte mal, Common Heroes, Elite Heroes, ein Rare Hero. Ja, die wollen wir alle gar nicht. Was haben wir denn hier? Rare. Unique. Muss noch mal gucken. Es gab Common Heroes und Elite Heroes. Ein Rare und 3 Elite Heroes. Ein Unique und 3 Rare Heroes. Da könnten wir den jetzt hier, den Pasteur, den könnten wir reinsetzen. Oder auch nicht. Gut, das gucke ich mir wohl ein andermal nochmal an. Das scheint jetzt gerade nicht zu klappen. Gestern haben wir ja eine herbe Niederlage erlebt. Und am Ende der Niederlage, tja, was soll ich da sagen? Da war es auch gar nicht so schön. Da haben wir ziemlich viel Zeugs verloren. Wollen wir das Ding jetzt hier angreifen? Ne, wir warten mal noch die 51 Sekunden ab. Ja. Genau. Hier gibt es gerade richtig extra... Da haben wir was erforscht, das ist hervorragend. Cottage Mine Quarry, sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, Texas. Was kriegen wir denn da? Fortress Map, Tile Improvement. Aha. Library Workshop, wir gehen mal für hier. Warte mal, das können wir auch freischalten. Dann haben wir sogar Horse Unit. Ja, das machen wir mal hier. Mehr Kampf ist immer besser. Genau, jetzt müssen wir die nämlich irgendwie besiegen. Hervorragend. Da kriegen wir ein bisschen Holzbonus. Hervorragend, hervorragend. Und hier gibt es neue Sachen, zum Beispiel bessere Häuser. Archer müssen wir nochmal nachholen jetzt. Genau, Housing. Macht jetzt hier, naja, Stein halt. Ja. Und Stein kriegen wir halt einfach auch mehr Zeugs, dann ist doch gut. Hier war jetzt noch mal so eine Sache. Wir konnten doch hier jetzt auch Gain Ownership Neighbor Tile. Was war denn hier? Hier konnten wir ein Plant Forest House machen. Machen wir mal. Hier kriegen wir schon Food. Das ist interessant. Also irgendwie können wir hier quasi, dadurch, dass wir so viele Plätzchen da haben,
sehen wir, dass wir hier nochmal zwei Holz extra kriegen. Exploit Resource Effekt Bullion. Hm, interessant. Wir könnten auch die versuchen, hier mal zu killen. Die sind Level 14. Wir könnten auch ihn hier holen. Was haben wir denn hier? Dicke Mine. Effekt Change This Tile to a Mine. Metall 2 pro Sekunde. Ich würde sagen, das machen wir mal. Was haben wir hier eigentlich? Hätten wir vielleicht vorher mal gucken sollen. Stone Cutting. Cannot afford. 400 brauchen wir dafür. Ah ja, guck mal, wir haben gerade 320. Das ist doch hilfreich. Okay. Ich würde sagen, läuft gerade alles ganz gut. So, da kamen sie auch schon. Kriegen wir einen Bonus auf Holz und einen Bonus auf... Oje, wir müssen uns beeilen. Oje, oje, oje. Gold kriegen wir ein bisschen Bonus und nochmal Holz. Also Holz haben wir gerade wirklich viel. Disaster will appear. Ah ja, das hatten wir gestern auch schon mal. Der Better Hero Drop ist gleich vorbei. Ihr seht ja, hier unten sind die, ist die Chance, wie groß die hier Risk Breakdown passiert. Und da sind wir jetzt, weil wir alles gebaut haben, auf 35%. Okay. Hier haben wir jetzt unser Holz, weil müsste ich da nicht auch noch so ein Dings drauf bauen können? Farmland, Forest. Könnten für 200 könnten wir einen Stonecutter reinbauen, aber wollen wir eine Quarry haben? Ich weiß es nicht. Zumindest können wir das jetzt bauen. Hier könnten wir noch ein bisschen für Holz sorgen. Machen wir das mal. Was ist das denn für ein Riesending hier? Und da würde ich sagen, gehen wir noch mal für ein bisschen Scouting. Machen wir mal. Wir haben jetzt ein bisschen Platz gerade. Uiuiui, 26, 29, 30 Dings kostet mich das. Das ist nicht gerade wenig. Ich sag mal so, Population ist ein bisschen weniger. Wir müssen jetzt ein bisschen gegenklicken. Und wir können uns nochmal angucken, was das Risiko hier gerade ausmacht. Fire Chance. Mammut Chance, 15%. Social Crisis Chance, Social Crisis due to New Discovery. Das sind, glaube ich, die hier, ne? So, das Land ist geclaimed. Sehr gut. Und... könnte die Kasse nach oben bringen oder wir machen hier ein Farmland draus, dann kriegen wir nochmal so und so viel Prozent. Also Farmland, finde ich, kann man auch... Ah ne, geht gar nicht. Tatsächlich geht das gar nicht. Wir müssen gucken, wo wir was draus machen können. Hier mit 2 pro Sekunde. Achso, weil die Mine da drauf ist. Ja, ja, okay. Gut, lassen wir das erstmal. Oh, warte mal, nee, stopp, jetzt haben wir wieder 400, wir können noch eine Mine bauen. Ja, bauen wir ruhig noch eine Mine hier hin. Das finde ich keine schlechte Sache. Zwei sind on Quests. Also, ich habe ja gestern schon mal gesagt, ne, dass sie das hier verändert haben, das System. Ich meine, das war wirklich vorher sehr, sehr einfach. Das muss man einfach so sagen. Das ging relativ schnell. Free Space, wir haben eine Menge Free Space. Wir warten mal ab. Wir brauchen mehr Bürger. Free Space ist immer Fire und so. Fire Chance 37. Ja, wegen der... Ah ja, 20% Empty Houses. Da seht ihr das auch. 2% macht das aus. Dann gucken wir mal, dass wir da noch ein paar Leute reinbringen. So, das haben wir improved. 4 pro Sekunde. Das heißt, es hat hier tatsächlich irgendwie einen Einfluss darauf, wie die Dinge nebeneinander gebaut sind. Das ist ja nicht schlecht. Vier die Sekunde. 4 die Sekunde.
Ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Es ist hier Holz und diese Pluszeichen da und ja, ich weiß nicht, da muss man sich, glaube ich, genau einlesen, in Anführungszeichen. Also das erscheint mir gerade ein bisschen schwierig, tatsächlich. Jetzt nicht so, finde ich jetzt gerade nicht so lohnenswert. Ne? Minus 5 Sekunden Risk, sehr gut. Und hier haben wir was erforscht, und zwar die Bronze. Wir gehen jetzt hier für das, da kriegen wir nochmal plus 5 pro Klick. Ah, das ist natürlich eine Menge, was haben wir da sonst noch? Steuern. Plus 0,03 pro Sekunde pro Workshop-Mitarbeiter. Allows to create Fortress Map Tile Improvement. Das wäre nicht so ganz schlecht. Was haben wir hier? Wir kriegen 25% mehr Leute ernährt. Das klingt doch sehr gut. Das machen wir mal. So, und auch das Land exploren ist completed. Es ging ja so ein bisschen darum, die Hauptstadt zu finden. Ich glaube, das hier wird die Hauptstadt sein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Civilization of Radiance. Plus one secret reward from selected technologies, one per era. Haben wir eigentlich noch? Wir haben gar keine, oder? Weiß ich gar nicht genau. Also hier sehen wir auf jeden Fall. Ah, guck mal, jetzt kostet die hier schon 800. Crazy shit, ja. Crazy shit. Ich würde hier ganz gern so ein. So einen Wald reinbauen. Wo hatten wir denn? Wir hatten doch irgendwo, hatten wir doch so ein Dings reingesetzt, oder nicht? So ein Dorf. 14, Level 14. While in progress, one unit's reserved. 50 Sekunden. Können wir uns das gerade leisten? Oh, guck mal hier. Ja, das können wir uns leisten. Wir werden mal ein paar Horses aufbauen, dann werden wir die da wieder, also niedermachen. Minus 29, was, wie kommt das denn gerade? Haben wir da irgendwas, was ja Units over Capacity, die hier? Oh ja. Oh je. Das ist gut zu wissen. 30 macht das. Plus 15 Quests. Ich würde sagen, wir starten das mal mit dieser Level 14 Nummer da. Hier, komm, greifen wir mal an. Auf geht's. Jetzt können wir uns das gerade leisten. Dauert 50 Sekunden oder so. Und dann werden wir die platt machen. Mal schauen, wie viel wir da so zustande kriegen. Ich glaube, die gehen da jetzt hin, ne? Einer von denen. Lumbermail, Vidlum, Converted was? Blacksmith. Machen wir das mal. Der Workshop wird verbessert. Also hier die Lumbermill wird verbessert. Fünf pro Sekunde kriegen wir dann. Das ist doch super. Fünf pro Sekunde. Jetzt sind wir bei 7,8. Nehmen wir an, das ist der Sekundenwert. So, jetzt gleich geht's ab. Sehr gut. Und dann machen wir den Blacksmith gleich hinterher. So, und jetzt haben wir das nämlich. Sehr gut. Bams, direkt mal weggemescht. Da kriegen wir erstmal ganz viel Geld. Das ist gut. Dann haben wir hier 14 von denen und 28 von denen. Sehr gut. Wir werden den Blacksmith nochmal pausieren und jetzt nochmal für die Pferde gehen. Das heißt aber jetzt auch, wir haben die weggemacht, richtig? Das ist korrekt. Jetzt haben wir hier Grasland. Ja, wir haben keinen Workshop-Typi mehr. 1450, wir brauchen mehr Essen. Hoch. So, einfach mal einnehmen den ganzen Spaß.
Wir sind jetzt noch ein bisschen drüber, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie man die auflösen kann. Könnte die in den Krieg ziehen lassen und dann ist gut oder so. Okay, wir werden erst für die Verteidigung gehen. Immer, weil wir, also weil ich finde, das brauchen wir halt auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Verteidigung. Ich finde es tatsächlich ein bisschen komplexer als zuletzt noch. Ja, beim letzten Durchgang, das war halt irgendwie doch easy. Ja, Punkt. Das war halt irgendwie doch easy. So, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen nach. Wir können den hier mal mit reinpappen. 1200 irgendwas reicht noch nicht. Minus 31, warum haben wir zu viel? Consumed per Population, ah ja. Mhm. Ja, ich glaube, wir erforschen da aber was für. Das ist schon mal nicht die schlechteste Sache. Hier müssen wir auch mal klicken. Es gibt übrigens bei 50.000 Klicks dann auch ein Achievement, ja, wenn man 50.000 Mal hier auf den Main-Button geklickt hat. Also für diejenigen unter euch, die Achievements sammeln, das ja, lässt sich auch relativ leicht machen. Ja, das sind jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, im dritten Durchgang. Da können wir, kriegt man das schon fast zusammen. Overuse of clicking can create risk of uprising. Ja, ja, genau. Das ist immer das Problem tatsächlich. Jetzt machen wir das noch hier. Was haben wir hier? One of your facilities is out of workers. It will be inactive until you increase your worker force. Das habe ich tatsächlich mit diesen Workern noch nicht so ganz auf dem Schirm. Irgendwie verschwinden die ja. Also... Wo sind die denn hin? Verschwinden die von hier dann? Ne, eigentlich kann das ja nicht sein, ne? Andererseits, warte mal, machen wir Pause. 4 in Workshops und... Oh Mann, 9 und Map-Tiles. 1, 2, 3, 4, 5. Each Reworker basic, basic Food Gathering plus 1. Base Value 13 from Population, 1 from Ascension, 2 von gar nichts, alles klar. Multiplier 100%, Bonus Penalty minus 13. Und er hier hat, wir können den ja ausschalten, dann ist er da, aber das macht ja keinen Unterschied. Ne? Er ist halt nicht hier. Interessant, dass wir den überhaupt einschalten können, beziehungsweise... Wir können es gar nicht aktivieren, weil es nicht geht. Gut, kann halt sein, dass wir hier sehr weit expandiert sind, tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Halt noch einen würde ja halt jetzt entweder Geld kosten. Was haben wir denn hier? Change this tile to Quarry. Plus 2 Stones pro. Machen wir mal, würde ich sagen, oder? Machen wir den mal dahin. Hier will ich noch ein Holzfeld draus machen. Und hier, das würde ich eigentlich auch gerne noch haben. Aber ihr seht schon, das funktioniert alles so nicht, wie ich mir das vorstelle. Jetzt machen wir gerade 5,6 hier. Wenn wir das hier gleich fertig haben, müssten es 7,6 sein. Warum haben wir jetzt hier so wenig Essen schon wieder? So, guck mal. Haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben den hier eingesetzt. Damit sind wir jetzt wieder hier drin in der Unit Capacity. Das macht dann hier die 15 weniger. Ja, Punkt. Farmland müssten wir nochmal machen. Ne? So. People. Ja, 25% mehr People. Was haben wir hier? Saddle. Minus 10% Questtime. Auch nicht schlecht. Das, wir gehen mal hierfür. Das ist blöd, aber wir müssen das ja irgendwann mal machen. Ja, mein Gefühl ist, es ist noch nicht so ganz ausgewogen zwischen der Aktion, die wir so machen, und dem, was quasi zu tun ist. Also die Anforderungen, die an uns gestellt werden. Ein bisschen unausgeglichen, finde ich.
wann kriegen wir den nächsten Arbeiter? 1451. Also noch zweimal quasi. Komm schon, wir wollen das haben. Ja, noch einmal. Können auch hier drauf drücken. Zack. Cottages müssen wir bauen. Sonst kommen die nicht über. 403 Vagabunden kriegen wir jetzt. What the heck? So, jetzt haben wir den zumindest. Jetzt können wir mal gucken. Machen wir das jetzt hier? Metal 5 pro Sekunde. Brauchen wir gerade nicht so richtig, ne? So, jetzt haben wir das hier 2 pro Sekunde. Aber hier so richtig sehen wir das hier nicht. Oder es sind immer noch 5, irgendwas. Und wir haben auch schon wieder Steine. Zu wenig Essen meine ich natürlich, nicht Steine. 312 war gebunden, wir brauchen halt Häusle. Ja. Okay, der macht Häuschen, damit kriegen wir die ja dann rein, das ist okay. Checken wir hier nochmal. Consumed by Population, Consumed by Vagabonds. Tja, das macht nicht mehr so viel Unterschied, glaube ich. Was können wir denn hier jetzt noch tun? Wir könnten jetzt hier den hinclaimen zu Grassland. Ja, warum eigentlich auch nicht, ne? Obwohl, warte mal, wir könnten auch hier... Ah ne, hier müssen wir nur bezahlen quasi, ne? Dann nehmen wir den mal. Dann haben wir das Grasland da mal entdeckt. Kannibalen. Naja, zumindest könnten wir die ausmerzen. Hier Mammuts. Unexplored. Unknown. Stimmt, das können wir natürlich auch mal machen, aber das lassen wir jetzt mal gerade im Moment. Die Vagabunden, die Vagabonds. Sind noch eine Minute da. Davon können wir halt quasi welche aufnehmen, sobald wir genug Space haben. Das können wir eigentlich auch mal machen, warum nicht? So, Land ist geclaimed. Jetzt können wir mal gucken, was können wir denn da bauen? Wir könnten ein Holzding hinsetzen, das ist schön. Wir könnten ein Farmland hinsetzen, das ist auch schön. Macht 10 pro Sekunde, finde ich auch gut, glaube ich. Oder wir erhöhen die Kapazität unserer Soldaten. Ich würde nochmal fürs Farmland gehen. So. Weil ich glaube, dass wir einfach 10 pro Sekunde zusätzlich kriegen, finde ich gut. Dann haben wir das jetzt nämlich gleich hier. Da steht Base Value plus 10 Farmlands. Das würde dann auf 20 gehen. So, jetzt kriegen wir hier mehr Food pro Klick. Jetzt gehen wir noch fürs Schreiben. Da kriegen wir einmal eine Militia-Kapazität. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Food Storage plus 500. Ist gut. Allows Construction of Amphitheater Workshop und Library Workshop. Das ist doch spannend. Ein bisschen Kultur finde ich gar nicht so schlecht. Obwohl übrigens, dass das hier hochgegangen ist, ne? Genau. Plus 2 von den Queries. Das ist das Ding. Nicht hier, das sind die Klickzahlen, ne, die ich kriege quasi, wenn ich klicke. Insofern ja, mit den Workshops müssen wir ein bisschen haushalten, glaube ich. Und den nächsten kriegen wir 1916. Das ist ordentlich. So, jetzt haben wir da das gemacht. Jetzt müssten wir theoretisch ja, Farmlands plus 20. Hervorragend. Das ist doch schon mal gut. So, und ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal dabei. Bauen mal keine weiteren Häuschen mehr. 1916. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz an, noch ein bisschen mehr Population ran. Zumindest einmal. Gar kein Problem.
So. Klick. Oh, tatsächlich haben wir wohl ein paar verloren durch das Event jetzt. So, jetzt haben wir da keinen Free Space. Dann machen wir wieder ein paar Hütten. Moment, so. Und jetzt haben wir ja einen Arbeiter. Jetzt können wir mal gucken. Sollen wir den jetzt da reinsetzen? Der macht Metall pro Sekunde. Vielleicht warten wir einfach mal einen Moment lang ab. Vielleicht bauen wir den mal hier auf das aus. Ja, gucken wir mal. Das sollte so irgendwie gehen. 14,7. Ja, dann müssen wir uns mit der Forschung irgendwas einfallen lassen. Gold haben wir auch nochmal genug. 400. Für nochmal eine Mine vielleicht. Achso, ja, die kostet jetzt 800. Habe ich ganz vergessen. Excuse-moi. Hier würde ich halt wirklich gerne so einen Wald hinsetzen. Geht aber nicht. Theoretisch geht da nur Farmland. Pass mal auf, wir machen das einfach. Wir machen dann Farmland hin und gucken mal, ob sich das jetzt hier ändert. Also zumindest das hier, das X müsste sich ändern in ein Plus. Genau, Punkt. So, gar kein Problem. Brauchen wir uns gar nicht aufregen, ist nichts passiert. 57% Risiko hier. Click Heat. Jetzt hier so ein bisschen rumklickt, dann geht Click Heat halt nach oben, ne? 14. Ich finde es interessant, dass im unteren Teil des Bildschirms quasi der Kram passiert. So. Steuern, was kriegen wir hier? Trade Route Cargo. Quarry Workshop. Aquädukte, Granary Workshop, Mathematics oder Quest Time. Das ist natürlich jetzt nicht so hilfreich. Puh, hier kriegen wir eine Menge. Allows Construction of Windmill Workshop, Palace Workshop, Unlocks Stonewall Unit. Machen wir mal das. Kriegen wir ein bisschen Taxes. Das ist auch nicht so schlecht. So, jetzt können wir die Library machen. Da kriegen wir hier zwei irgendwas. Hier diese komischen grünen Kackehäufchen. Convertibility to oder das Amphitheater. Das müssen wir bezahlen, kriegen aber Contribution. Da würde ich sagen, fangen wir mit dem an. Ja, da haben wir nämlich noch nichts quasi. 1969. Population. Klicken wir hier mal mit. Ich weiß nicht, ob das auch Click Heat macht. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen Click Heating gibt es da auch. Wir haben keinen mehr, der im Workshop arbeitet. Irrigating Quest has been completed. Ja, jetzt kriegen wir das nochmal. Das heißt auf jeden Fall... Achso, genau, wir wollten jetzt hier gucken. Ja, tatsächlich macht das hier einen Bonus. 20 pro Sekunde, 10 pro Sekunde. Heißt das jetzt 40 kriegen wir jetzt hier raus? Ja, tatsächlich. Okay, es macht also Sinn, irgendwie... hier die Teils so aneinander zu bauen, dass die quasi 44... Wir kriegen auch scheinbar einen Bonus aus der Hauptstadt. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann. Ne? Das heißt, die würden auch nochmal einen Bonus kriegen, wenn ich die jetzt machen würde. Ah, ich würde ganz gerne für die 4 gehen, obwohl das können wir tatsächlich auch noch machen. Komm, machen wir das einfach und dann bauen wir hier all das noch aus und bauen da auch nochmal hier nochmal eine Mine hin oder hier noch Mine hin und hier eine Mine. So der Plan quasi.
Weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Da hinten ist irgendwie die Schwerindustrie dran. Hier, guck mal. Ach, der Blacksmith. Hm. Und wir müssen gucken, auf 2520 zu kommen, ist jetzt auch nicht so einfach. Eieieiei. Was? While active library increases autonomy. Das ist er hier, ne? Das heißt, die Autonomie wird erhöht. Use library's activity to convert another ability into autonomy. Aber wofür brauchen wir die Autonomie denn? Das will er uns jetzt nicht erklären. Pass auf, dann machen wir den Blacksmith einfach mal weniger. Und setzen ihn da rein. Was ist das denn jetzt? Wieso ist er nicht... Können wir ihn nicht wegnehmen? Irgendwie habe ich das mit den Workers, das läuft irgendwie noch nicht so ganz, wie ich das verstehe. Also, erstmal würde ich auch sagen, verstehe ich gerade nicht. Right-click to demolish. Benutzt das ein Worker? Wir demolischen das mal. Achtung. You lose the score from this one. Achso, ja, das lassen wir natürlich dann. Das wollen wir nun wirklich nicht. So. 2070 haben wir jetzt. Okay. Cutstone Quest has been completed. Ja, das heißt nämlich jetzt hier, genau, haben wir hier jetzt einen Bonus. Aber ehrlicherweise kann ich jetzt nicht sagen, wie viel das ist, weil plus 2 war ja da eh schon angebracht, ne? 1,40, 1,29, was auch immer das bedeutet, hier diese Zahlen. Es ist halt, ups, man kann halt nicht ranzoomen. Ja, es ist halt irgendwie so und das finde ich halt tatsächlich mega überladen. Das bringt mir nicht so viel. Aber vielleicht sehe ich es auch nicht so richtig, keine Ahnung. So, 5 in Workshops. 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten den Markt rausnehmen. Zack. Jetzt können wir Fortresses bauen. Query Workshop. Machen wir mal. Also hier sind halt noch ein paar Workshops und ich brauche halt Arbeiter. Das Problem ist natürlich, ne, je mehr Population wir haben, desto weniger, naja, 100 nehmen einfach mal 0,8, 1,8 Essen weg. Das heißt, wir brauchen mehr Essen. Nochmal ganz kurz gucken, gab es nicht hier irgendwo, das war das schon damit. Plus 25% People Feed bei each Food Unit. Das würde ja heißen, dass wir mehr Food Units bekommen. Hier kriegen wir Gold. Was kriegen wir hier? Granary Workshop. Interessant. Ich weiß halt nicht genau, wie weit das Spiel uns jetzt hier durchlaufen lässt. Wir erinnern uns daran, dass er teils meines Ascension-Baumfortschritts zurückgenommen wurde. Das habe ich in der letzten Folge ganz am Anfang erzählt. Da fehlt es also irgendwie an... an Fortschritt. Wir haben keinen freien Platz mehr. Jetzt haben wir... Theater does not... Was? Generate resources over time. Instead it costs gold and autonomy to work. Okay, aber was macht es denn dann? Da
However, Teatas chargeability can generate a new hero with a chance of corrupting existing one instead. Okay, wir drücken mal da drauf. Haben wir jetzt einen neuen bekommen? Das wäre ja dann hier unten quasi. Die räumen wir mal hier wieder weg. Ich muss hier mal aufräumen. Also ich glaube, man kann auch leider hier nicht draufklicken. Man kann die auch nicht verstecken. Obwohl, ich sehe gerade hier, wir haben hier noch ein paar Seiten über. Okay. Also auch das muss man sich hier nochmal genauer angucken. Finde ich jetzt eher mäßig hilfreich gerade. So, wie viel brauchen wir jetzt hier? 2520. Den hätte ich ja schon ganz gerne. Der hier verbraucht. Und der macht dann halt nur das hier quasi. 25% Hero Corruption. 0 von 3. Hier kriegen wir 5 Metall pro Sekunde. Und das, wenn ich den jetzt hier rausnehme. Meiner Rechnung nach müsste das... Insufficient Workers. Können wir denn jetzt hier das nicht reinnehmen? Ja, so müsste das gehen, okay. Also jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, die quasi im Workshop arbeiten, ne? Ja, okay. Wenn wir jetzt noch ein... Was? Your people now have some autonomy. Each point... you can only have as much autonomy as you have population. But you lose 2 points for every death. Das ist unschön. Unlock new technologies and abilities to utilize your autonomy even further. Okay. Wir checken nochmal ganz kurz. Each point of autonomy passively produces research and a little bit of gold. Ja, das ist ja hervorragend. Also das heißt, das hier macht jetzt Research Points. Sehr gut. Current 64, maximal 2271. Every death reduces autonomy by 2. Okay, wir kriegen aktuell Bonus auf... Researching, das lohnt sich ja schon voll, ne, tatsächlich. Also so für das Researching halt. Free Space, ja, wir müssen mal kurz aufhören hier. Wir machen das mal hier. Und bauen mal den Quarry. Die Quarry wird dann hier reinpassen, ne. Ich denke, dann haben wir das hier auch alles. Ich finde es auch gut, wenn wir das mal alles gesehen haben. Dann weiß man halt einfach für das nächste Mal schon Bescheid, ne? Dann weiß man eigentlich schon, okay. Das passiert ja jetzt. Wir gehen mal noch ein bisschen für mehr Populationen. Dann machen wir zwar wieder Minus, aber dann schalten wir noch einen Worker frei. Und mit dem Worker müssen wir dann wirklich mal überlegen. So, jetzt haben wir den. Wir könnten jetzt für hier irgendwas einsetzen. Das Ding hier eins blockt. Wir haben hier oben noch 2 frei, aber wenn wir unten nur noch... Da müssen wir mal gucken. Also wir könnten jetzt für das Amphitheater einsetzen. Da bekämen wir quasi hier neue Heroes. Ah, finde ich nicht so spannend. Blacksmith finde ich gerade auch nicht so spannend. Macht das nicht Sinn, das dann hier zu nutzen? Hier, claimed. Hier wollten wir 2 Minen hinbauen. Ich würde mal sagen, ich warte mal damit noch ab und setze den mal eben noch vielleicht einfach mal hier rein. Wir machen ja immer noch genug. Plus hier oben links und rechts. Und hier können wir nochmal gucken. Enlist Skill plus 1 Millimal plus 2,5% Sekunde Recharge. Cooldown None. Costs 100. Increase with Active Enlist. Okay, das brauchen wir nicht. Und das waren hier unten die, die Aktivitäten unserer Herrscher einschalten. Da brauchen wir Quest Time. Minus 2 Sekunden.
-2 Gold pro Sekunde. Können wir uns gerade nicht leisten. Und -10% Questtime. Ach, Turned-Off-Effekt. Ah ja, mhm. Ja, brauchen wir nicht. Questzeiten sind gerade gar nicht so wichtig. Das sind halt die Dinge, die wir hier so haben. Nationalism. Das hier ist das. Ja. Und Defense. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo der... Was hat er hier? Central Plan plus 25 per Click. Ah ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Da gab es auch so einen Button für Defending. Da konnte man bei so Crisis die Schilde so einbauen. Aber vielleicht haben sie das rausgenommen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. So, hier bauen wir mal die Quarry dazu. Damit wir hier mal fertig werden. Also gut. While active quarry generates stone over time. Ja, wundervoll. Wo haben wir die denn? Hier können wir die schon mal ausschalten, weil wir das gerade nicht haben. So, der generates was? Plus 7 Stein. Das ist gut, pro Sekunde. Aber den haben wir gerade nicht eingeschaltet. Wir können hier ein paar Häuschen bauen. You can demolish workshops to make space for wonders or vice versa. Use Curse Ability to gain one supply. Ja, ja, das ist halt, um Stein direkt zu kriegen. 840 Steine, das ist schon nicht schlecht. So, Construction, direkt hinterher. Ach ja, jetzt müssen wir 3306 Bevölkerung haben. Das ist schon eine Menge. Due to new discovery. Wir können hier nochmal ein bisschen forschen gehen vielleicht. So, jetzt haben wir die drei alle mal rausgeschickt. Ja, ist vielleicht ein bisschen blöd gewesen. Aber so ist das. So, 10% für die nächsten 3 Minuten. Wir bräuchten halt mal Essen, ne? Das wäre halt hilfreich. Habe ich jetzt hier einen mit einem... Aber ich habe doch kein Dings rausgeschickt, oder? So, wir haben 320 Space, das reicht erstmal. So. -4,1 ist auch immer so ein Problemchen, ne? Jetzt haben wir einen dazu. Quarry macht 7 Stein pro Sekunde. Damit kriegen wir natürlich viel Zeugs rangeschafft. Wenn wir den jetzt wieder reinsetzen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier drauf drücken? You have been corrupted by fanatism. 20 bitte. Explore Land Quest. Corrupted für 10 Minuten. Wo kann man jetzt hier nochmal das Corrupted sehen? Oder sind die hier einfach Corrupted? Saddle has been discovered. Huch, nee, nee, nee. Ist das eine von denen? Ah, hier ist Corrupted, hier sehe ich es wohl. Benton Dormiticus, was auch immer. Corrupted 4 must be equipped to expire. Plus 20% Autonomy per Free Worker. Ah ja, mhm. Minus 200 Penalty per 1000 Autonomy. 20% Risk of Chance Uprising. Unblocked Attacks are received twice. Ja, die Frage ist aber... Was kriege ich denn dafür eigentlich? Das verstehe ich hier noch nicht so ganz mit den Dingern. Also offensichtlich kriegen wir dann quasi
Ja, die Chance für Korruption ist bei 25%. Naja. So, hier haben wir neue Sachen entdeckt. Was ist das denn hier? Kannibalen Level 13, Hills. Must be claimed to gain any benefits. Naja, gut. Hier wollten wir ein Dings aufbauen, eine Mine. Oh, guck mal, wir können auch ein Fortress aufbauen. Krass. Aber wir wollten ja jetzt Minen bauen. Hier eine und da eine hin. Machen wir mal. So, 66% Chance. Das ist schon ordentlich. Frage ist, was können wir machen? Ah, ich weiß nicht, das finde ich halt hier ein bisschen. Also mit dem Amphitheater weiß ich jetzt nicht genau. Sehe ich mich noch nicht. Quarry, das finde ich schon mal eher. Können wir ja mal machen. Können wir hier so ein bisschen aufbauen. Warum eigentlich auch nicht, ne? Ja, und ich sehe schon, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Das ist nice. Wir probieren es immer mit dem Kleinsten. Das hier mit der Bevölkerung quasi. Also offensichtlich blockiert jetzt hier das Ding das. Und wir haben jetzt aber vier. Und wenn ich die jetzt wegmache, wenn ich das demolische, dann verliere ich diese vier Lotusblüten, die wir halt für den Ascension Tree brauchen. Ja, insofern, vielleicht nicht so richtig hilfreich. Wir warten das mal ab. Und ich sag mal, in der nächsten Folge könnten wir uns überlegen, ob wir den Arbeiter hier wegnehmen von dem Ding. Sehr gut, jetzt haben wir da ein Plus. Die machen jetzt 4 Sekunden, also das sind 10 Sekunden einfach mal mehr. Ja, hätte ich das gewusst, hätten wir natürlich das hier deutlicher dran gepappt. Ja. Also das Farmland hier quasi. Da hätten wir einfach viel mehr Farm-Dings bekommen. Das macht ja irgendwie Sinn. Warum sind wir noch bei 48? New Discovery. Next Minute 48%. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Könnte jetzt auch mal runtergehen hier mit der Crisis. So, warte mal, wir haben jetzt noch, genau, hier das Land wollte ich noch claimen, dafür brauche ich aber einen von den Arbeitern. Wir noch mal ein bisschen Leute dazu nehmen. Wenn wir jetzt 3306 brauchen, puh, da brauchen wir auch irgendwas für Nahrung, ne? Das geht nicht so ohne weiteres. No Space für die Windmühle. Ah ja. Das heißt, jetzt müssen wir tatsächlich gucken, wenn wir das jetzt hier bauen würden. Also was wir schon mal bauen können, ist ja das hier. Aber offensichtlich haben wir jetzt hier keinen Space, ne? Trigger Next Ability Twice. Das würde halt 33 für die Sekunde geben. Das wäre natürlich was, was wir wirklich brauchen würden. Komm. Stonehenge has been removed. Barricade Skill. Ah ja, das ist jetzt der Skill. 25 Block Next Attack increases with additional Barricades. Cooldown non-costs 100. Increases with active Barricades. Interessant. Okay, gut, 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 gut. Das finde ich natürlich schon auch spannend, ne? Dass man halt immer mehr entdeckt quasi. So, wir werden mal ganz schnell hier ein bisschen den Palast dabei nehmen. Aber wir müssen auch hier weiter forschen, sonst blöd. Ja, und da würde ich doch sagen, gehen wir doch einfach im nächsten. Weg mit dir. Sehr gut, 5% weniger. Sehr gut, dann gehen wir im nächsten Teil einfach mal nochmal für die Expansion auf der World Map. Und da können wir ja gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen da mal wegpusten. Und vielleicht greifen wir auch mal die andere Zivilisation an oder treten mit denen in Kontakt. Ich habe keine Ahnung, ob das hier eher ein friedliches Ding ist oder nicht. Die Windmühle machen wir mal schnell.
So. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit hier in der letzten Stunde. Und ja, ich freue mich über ein Feedback. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut.